das ist, nee, auch den mag ich nicht. Ja, Ute, wir sind uns da völlig einig. Ich wünsche dem VfB alles Gute für die restliche Saison. Wir gehen jetzt noch viel weiter weg als von Bremen nach Stuttgart, und zwar in die Schweiz. Und ich begrüße Reto Fischer am Telefon. Grüß dich. Ja, hallo Abend. Reto, aus Aarau. Genau. Bist du Fan des FC? Ja, selbstverständlich, seit Geburt. Doch kriegt man hier bei uns in die Wiege gelegt. Ja, du bist unser heutiger Kandidat für den Trikottausch. Wir sehen, du hast das Zeitertrikot auch schon bekommen und es steht hier sehr, sehr gut. Findest du auch? Dankeschön. Ja, ja, macht das Spaß, geht schon warm. Jetzt musst du mal erklären, warum du einen Frankreich-Schal in der Hand hast. Ja, in meinem ganz tiefen Atem fließt irgendwo wahrscheinlich französisches Blut und deswegen konnte ich mich auch so leicht von meinem Schweiz-Shirt trennen und konnte hier tauschen, weil es ist nicht so wahnsinnig am Herzen gelegt. Das wollen wir jetzt überhaupt mal zeigen. Du hast uns also ein Original-Nationaltrikot der Schweiz geschickt, das ich jetzt hier in der Hand halte. Wem hat das gehört? Das ist das Original-Shirt von Johann Vogel, das hat er mal im Testspiel, glaube ich, getragen. Ja, das war ein Testspiel gegen Italiener. Ja, es ist ein bisschen schmutzig hier. Das ist aber nicht Dreck von dir, sondern noch Original-Dreck von Johann Vogel. Das ist Johann Vogel Schweiz und wahrscheinlich irgendwie so eine Salbe, die er sich da reingeschmiert hat zum Wärmen. Denke ich mal, kein Plan. Ich habe nie dran gerochen. Okay, dann musst du mir noch erklären, wie bist du auf diese Sendung gekommen? Oh, ich bin ein großer Fan der Bundesliga. Ich bin allgemein ein großer Fußballfan und ja, BDR ist einer meiner Sender, die in Sachen Fußballsport ich bevorzuge. Da habe ich mal mitten in der Nacht reingezappt. Ich glaube, mal gleich die erste Sendung. Und seitdem bin ich eigentlich jeden Sonntag dabei. Ah, das ist schön. Kleine Kommentare. Dann blicke ich mal in die Schweiz und wir grüßen alle Schweizer Zuschauer, ganz besonders aber dich, und guck mal dazu. Danke dir. Dankeschön. Das Trikot werden wir natürlich in Ehren halten. In Ehren halten sollte man auch montagsabends den Termin um 22.45 Uhr.